Hast du einen Kanister, einen Faltkanister zum Beispiel, in deinem Krisenvorrat? Hast du einen daheim, in deiner Wohnung oder in deinem Haus? Wenn ja, schalt das Video aus. Wenn nein, bleib dran. Hallo, willkommen, da ist der Reini Rossmann vom Sowabischen Berlinskunst. Schön, dass du dabei bist. Gehört der Kanister bei dir daheim? Und ich sage auf jeden Fall ja. Sagt auch der Zivilschutzverband und das Bundesministerium für Bevölkerungsschutz und was weiß ich was alles. So, ich nehme exemplarisch den Faltkanister her. Wenn du bei mir bei der Oma-Liste, bei diesem Newsletter dabei bist, bei dieser Ausbildung, kostenlosen Ausbildung übrigens, da brauchst du dich nur eintragen, da kannst du die Oma-Liste runterladen. Wenn das, du nicht weißt, was das ist, schau es dir an, dann beschreibe ich dir das alles ganz genau. Gib da oben den Link zu dem dazugehörigen Video auf YouTube. Da kommt einmal in einem Video, das nicht öffentlich ist, sondern eben nur für die Newsletter-Teilnehmer, die kostenlos dabei sein können, eine Übersicht über die unterschiedlichsten Dinge, die man daheim haben kann, und da sind ein paar geniale Sachen dabei. Aber das ist jetzt gar nicht der Punkt, über das will ich nicht reden. Wenn du es noch nicht bist, dann trag dich auf jeden Fall ein. Wir bleiben beim Faltkanister. So, dieser Faltkanister hat den ganz großen Vorteil, dass er halt klein und kompakt ist. Während ich einen normalen Kanister hernehme, der auch ein Füllvermögen von 10 Liter jetzt zum Beispiel hat, dann ist das halt so ein großes Ding und da ist einfach nichts drin, sondern nur Luft. Und dann steht der da herum und blöd. Ich könnte ihn gefüllt vorrätig halten, das ist eine vernünftige und gute Sache. Da gibt es überhaupt nichts dagegen zu sagen. Aber im Großen und Ganzen muss man halt schon dazu sagen, wenn du eine Wohnung hast und vielleicht weniger Platz hast, dann ist das hier eine vernünftige Lösung. So, jetzt kriegst du natürlich billige Eigenwerbung, den Link in meinen Shop, wenn du dir das anschauen willst, ganz, ganz klar. Oder auch auf Amazon, genauso. Und wenn du dort jetzt auf Amazon bist, dann wirst du dir durchlesen, wahrscheinlich die Bewertungen, wenn du das tust. Und dann steht da manchmal, nicht immer, aber manchmal, das ist absoluter Chaos und das funktioniert nicht. Und gut. Wir haben im Shop Hunderte verkauft. Ich weiß nicht, die genaue Zahl ist auch egal. Hunderte. Und ich hatte noch keine einzige. Null Reklamationen. Das beweist nicht, dass es nicht Probleme geben kann. Aber es ist ein Indiz dafür, dass es nicht absolutes Klumpert ist. Und dieses Teil hier, das habe ich auch seit Jahren. Ja? Und ich kann auch nichts Negatives dazu sagen. Also dieses Bashing, muss man immer jetzt ein cooles Wort sagen, dieses Bashing gegen den guten alten Faltkanister, kann ich nicht verstehen. Meinen ersten Berührungspunkt hatte ich bei den Pfadfindern. Da hatten wir einen Saftsack draus gemacht. Wenn ich da heute drüber nachdenke, dass ich das getrunken habe, egal. Da waren auch Kinder und da haben uns die Pfadfinderführer da Saft reingeleert und Wasser dazu. Und dann haben wir das aufgehängt. Ja, dann haben wir das da so aufgehängt und immer wenn jemand trinken wollte, haben wir ihn umdreht, aufgemacht, raus und wieder zugemacht. So. Gut, das war mein erstes Mal Faltkanister. Da war mir aber das alles noch irgendwie wurscht. Heute bin ich der Meinung, dass so etwas auch ins Auto zum Beispiel gehört, wenn du ein größeres Auto hast, also nicht so ein Mini-Auto. Das gehört einfach dazu, ein Kanister. Weil du damit Flüssigkeiten transportieren kannst. Gut. Und ich arbeite gerade an einem Projekt über Venezuela, über die Probleme, die in Venezuela herrschen. Und da ist eines ganz klar geworden zum Beispiel, ganz eigene Geschichte dort, aber die haben immer wieder Stromausfälle und wirtschaftliche Probleme und da fällt die Infrastruktur aus. Und da müssen die Leute in der Stadt, besonders in der Stadt ist das ganz schwierig, mit einem Kanister irgendwo zu einem Bach gehen und das Wasser schöpfen. Die stellen sich da der Reihe nach an und wer keinen Kanister hat, hat ein Problem. Bosnien, eingeschlossene Stadt Sarajevo oder auch in anderen Städten, Bihać und wie sie alle heißen mögen, hast du Bilder von Leuten, die sich anstellen und mit einem Kanister versuchen Wasser zu fassen. Also könnte es sein, dass dieser Gegenstand etwas ist, das in einem Notfall wirklich wahrlich wichtig ist. Wenn es die anderen in anderen Problemen auch haben, dann könnte, wenn es denn zu einer Katastrophe kommen sollte, das für die ja auch nicht schlecht sein. Das heißt, bevor wir reden beim Krisenvorrat, da kommen ja ganz arge Sachen und man über... Ein Kanister ist Standardausrüstung und wenn du ihn nicht hast, dann besorg ihn dir und zwar schnell. Entweder bei mir, liege Eigenwerbung, oder auf Amazon oder sonst wo, ist ja vollkommen egal. Und wenn du keinen Faltkanister magst, sondern echte Kanister, oder wenn du noch wissen willst, was es noch an genialen Sachen gibt, wirklich, ja, die ich noch nie in einem Video von jemandem anderen gesehen habe, dann melde dich an zu meinem Newsletter, dort kommt das dann mit der Zeit kostenlos und schau dir alle meine Videos an. So. Aber jetzt wollen wir ihn einmal befüllen und da sage ich gleich eins dazu, das ist halt bei dem, aber auch bei anderen Kanister nicht immer so einfach.
Ja, jetzt ich nehme jetzt das hier exemplarisch als stehendes Gewässer und ja, wenn man da jetzt reinfüllen will und das macht bei einem stehenden Gewässer, das vielleicht nicht tief genug ist, dann kommt hier überall der Dreck rauf, also das macht man nicht. Wo was rausläuft, wie aus einem Wasserhahn, dann hänge ich einfach drunter und alles ist gut. Also im Gartenschlauch das auffüllen oder bei einer Ausgabestelle, wo was rausrinnt, ist es ja überhaupt kein Problem. Aber bei einem stehenden Gewässer, da schwimmen auch schon ganz viele Bazillen drin herum. Also irgendwelche kleinen Tierchen. Ah, wunderbar! Wasseraufbereitung, wenn dich das interessiert, dann kauf da mein Buch, die 600 Survival-Tipps, da beschreibe ich das alles im Detail. Wie auch immer. Normalerweise macht man das dann halt so. Und dazu hat man ein weiteres Behältnis. Und aus dem Grund sind Behälter so wichtig. Die sind wirklich wichtig. Und wenn du zum Beispiel diesen Faltbecher noch nicht kennst, diesen großen hier, den gibt es auch in grün, aber ich habe ihn halt hier jetzt in orange, der wiegt nichts, der kostet nichts, der braucht nichts. Sowas hat man auch, sowas hat man ganz einfach. Und wenn du das noch nicht hast, dann check dir das. Aber das ist die einzige vernünftige Variante, um aus einem stehenden Gewässer so gut wie möglich und so einfach wie möglich Wasser zu checken. Ja, das war jetzt das kurze Video. Ich meine, ein Faltkanister ist ein Faltkanister. Und kauf dir einen von Tatonka, da habe ich die besten Erfahrungen damit. Entweder bei mir oder bei Amazon, wie du magst, ist alles okay. Aber wenn du sowas noch nicht hast, dann besorg dir das. Wenn du noch andere Varianten für Wassertransport und Wasserspeicher haben willst, wie gesagt, ich sage es zum dritten Mal, dreimal hält besser, hol dir die Oma-Liste und diesen kostenlosen Videolehrgang zum Thema, wie du einen perfekten Krisenvorrat aufbaust. Da beschreibe ich in sehr vielen Lektionen das und da kommt das auch einmal, welche Dinge es noch gibt. Das sind wirklich sehr, sehr nett und da sind sicher Sachen dabei, die du noch nicht kennst. Einmal noch, auch wenn ich herumsudere, ich habe manchmal das Gefühl, dass es bei Krisenvorbereitung vielen Leuten der Fokus fehlt, beziehungsweise das Gefühl für die richtigen Prioritäten. Und so ein Kanister, egal welcher oder welche Variante, kostet nicht viel, bringt aber viel. Und als ich das einmal bei einem Kurs erzählt habe, sagte ein Teilnehmer, ja, naja, gut, stimmt, aber wenn es dann soweit ist, dann besorge ich mir einen. Wir hatten vor einiger Zeit den Beginn der Corona-Epidemie, Pandemie, Krise, wie auch immer man das nennen mag. Und weil die Leute zu wenig daheim hatten, sind sie alle auf einmal einkaufen gegangen, weil sie alle davon aus oder viele davon ausgegangen sind, dass wir halt jetzt das brauchen. Da hat sich dann die Presse, da habe ich auch ein eigenes Video gemacht und mich auch emotional einmal gezeigt, die Presse gesagt, lauter Hamster und Gemeine und Asoziale. Aber es ist halt eine natürliche Sache, die da entsteht. Wenn etwas gebraucht wird, ob im Kopf man nur glaubt, dass man es braucht oder tatsächlich braucht, und ich glaube, einen Kanister könnte man tatsächlich brauchen bei einem Stromausfall zum Beispiel oder bei einem Zusammenbruch der Infrastruktur, auch eine Katastrophe, dann wollen alle das. Und wenn du dann keinen daheim hast, dann kannst du dich auch in die Schlange anstellen und mit den anderen raufen. Und dann kannst du auch einer von den Panikkäufern werden. Gut. Und dich dann über die anderen mokieren, also wie auch immer. Ich will das gar nicht gesellschaftspolitisch besprechen. Jetzt hast du die Möglichkeit, kauf da so ein Teil oder zwei oder wie viel du halt brauchst. Jede Person in deinem Haushalt sollte ein so ein Teil haben. Und für die Bugout-Fluchtleute unter euch, so ein Faltkanister ist auch im Rucksack oder im Auto keine blöde Idee, oder? Daumen nach oben oder nach unten, ganz wie du magst. Abonnier den Kanal, drück auch die Glocke, teil bitte dieses Video, wo auch immer du kannst, damit so viele Leute wie möglich auch diese Botschaft auch einmal was anderes hören, als nur, sondern vernünftige Ausrüstung, die wirklich Sinn macht. Ja, super. Das wäre sehr, sehr nett. Gib da unten den Link zu all den Sachen, die ich da gesagt habe. Da geht's in meinen Shop. Da ein Abo. Bitte ein Abo dalassen. Anderes Video. Hat mich gefreut und hoffen wir, dass wir dieses Zeug nie brauchen und nur zum Spaß einkauft haben. Bis bald und ciao.